Liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen und gegrüßt hier bei den Telefonschlampen. Ihr seht, die gute Jill ist hier noch locker was am Sitzen dran, ne? Ette ist irgendwie, ne, gar nicht gut drauf, ne? Ich muss mal kurz gucken, ja. Ich mach mal hier so ein bisschen Play. Wir waren ja dabei, uns nochmal hier noch ein weiteres Callcenter einzurichten. Wobei, ne, es ist ja aktuell ein bisschen erschwerte Bedingungen, sage ich jetzt mal, weil die der Auftraggeber hat ja irgendwie da ein bisschen Scheiße gemacht, beziehungsweise irgendeiner hat geplaudert, wir wären auf lau dann jau. Und dann haben die gleich mal das Kontingent nach oben geschraubt und ne, hast du nicht gesehen. Und wir haben jetzt hier ein bisschen so darunter zu leiden. Ne? Die Rechner sind viel am Qualm wie nichts Gutes, ne? So, Kunde Kamikaze. Okay, Gott sei Dank. Kundekamikaze.de. Ab morgen ist die tägliche Arbeitslast wieder auf normalem Niveau. Super. Ist natürlich nicht ganz so gut gelaufen, weil wir halt auch gerade jetzt in dem Punkt des Spiels halt viele Agenten in Urlaub schicken mussten. Ich gucke auch mal ganz kurz da hier hin, ne? Wuppdiwappdi, Feierabend. Dann können wir den jetzt auch mal auf jeden Fall hier gut und sicher in Urlaub schicken. Wuppdiwappdi. Ihr habt noch nicht drauf reagiert, wie ich das hier machen soll mit den Mitarbeitergeschichten. Ich würde sagen, der muss auch noch mal kurz im Urlaub, ne? Okay, machen wir mal wuppdiwappdi. Denn es ist so, ich will die jetzt nicht alle neu einstellen, die ganzen Jungs. Und den haben wir, glaube ich, gerade geschickt. Eigenschaften machen wir auch mal. Beziehungsweise hatte der gerade Urlaub? Ne, ich lüge, ja, okay, das sind Outbounder, da kann das schon mal vorkommen. Die lügen müssen, ne, müssen so ein bisschen krücken. Ist scheiße, ne, ist auch eine Sache, die ich seltenst bis gar nicht genutzt habe, ne? Denn Lügen ist immer scheiße. Lügen haben kurze Beine, das wisst ihr, ne? Und überhaupt nicht sowieso. Dann gucken wir mal. Gut, wir haben wieder 79 verloren. Das war natürlich entsprechend der ganzen Krankmeldung hatten wir, glaube ich, und auch viel Urlaub. Und wir haben natürlich nicht alles geschafft. Morgen ist das hier halbwegs wieder im grünen Bereich. Und da steht dann auch wieder nur das Normale, ne? Und wir haben Verlust gemacht, ja. Wir speichern das mal, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Haben wir denn noch Service Personal IT? Können wir noch IT irgendwie hinballern? Denn ich hier qualmen mir aktuell zu viele Rechner, meine lieben Leute. Das ist nicht gut. Ne, wir machen das aber mal anders, weil ich sehe gerade, da fehlt auch noch ein Outbound-Agent. Den stellen wir mal direkt ein, weil den brauchen wir. Ne? Das ist nun mal so. Machen wir mal ein bisschen Speed it up, man. Ich komm hier, mach klar da, ne? Und wir haben jetzt 1500 auf der Uhr, jetzt müssen wir mal gucken. Machen wir noch einen wirklichen Callcenter, machen wir da ein Klo drauf oder wie auch immer. Ich bin da ehrlich gesagt aktuell ein bisschen, ne, hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. Ich habe es ein bisschen länger nicht gespielt, ne, Aufnahmepause und so, ihr kennt das Spiel, ne. Und ja, ich würde aber ehrlich gesagt noch sehr gerne einen IT-Mann einstellen. Nur auf der anderen Seite, Carlo. Carlo ist eigentlich immer irgendwie schlecht drauf, ne? Gedanken, Feierabend, komm, kriegt ja auch nochmal Urlaub, wir haben gerade einen eingestellt, yep. Oh, hier fangen meine Nachbarn wieder an zu kloppen, das ist eine nette Sache, so, Floyd, EG, ja, oh, Moment, der ist aber gut, der ist schon länger dabei, 38 Tage, der kriegt auf jeden Fall Urlaub, zack, zack. So, viel Spaß dabei, ne, mach's gut und so, ne, und so irgendeiner, Floyd, den haben wir gerade geschickt. Der ist aber auch gut. Verdammt, jetzt müssen wir die ganze Ronte hier in Urlaub schicken. Das ist nicht gut. So, Spielmenü, ne? Oh Gott, meine Nachbarn sind hier am Hämmern wie nichts Gutes. Natürlich genau dann, wenn ich anfange hier aufzunehmen. Naja, kann passieren. So, dann ist mir auch gesagt worden, der Hausmeister würde hier gar nicht angezeigt werden. Ich glaube, der läuft unter... Wo unterläuft denn nochmal der Hausmeister? Wenn wir ganz kurz gucken. EG, Technik. Läuft der unter Technik? Ich weiß es gar nicht genau. Will aber mal ganz kurz durchgucken. Seventh Level, Reinigung, Technik, Projektmanager, Reinigung, Technik, ja, ich bin ehrlich, ich habe jetzt den Hausmeister aktuell auch nicht gesehen. Mal ganz kurz nochmal durchswitchern. Müssen wir ganz kurz gucken, wenn wir abbrechen, schließen. Wo sitzt denn mal unser Hausmeister? Der saß hier irgendwo, glaube ich. Da, genau. Wie heißt der Typ? Der heißt Pasquale. Moment, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob Pasquale wirklich nicht angezeigt wird. Stopp. Pardon, falsches. Meine Mitarbeiter, Pasquale. Sehen wir irgendwo Pasquale, und worunter der wohl firmiert? Kein Pasquale.
Nö. Ich weiß nicht mehr, wer genau da kommentiert hat, aber du hast recht. Pasquale wird irgendwie gar nicht angezeigt. Oder habe ich ihn jetzt echt übersehen? Nee, Leute, ich habe jetzt keinen Pasquale gesehen. Ne? Insofern, pardon. Ich, oder Carlo haben wir aber in Urlaub geschickt, ne? Jo, der ist im Urlaub. Okay. Dann viel Spaß dabei, ne? Und überhaupt und sowieso. Haben wir denn noch Inbound zu besetzen? Ja, haben wir hier noch und dann haben wir da noch einen. Machen wir auch mal, denn wir brauchen Kohle. Liebe Leute, wir müssen auf jeden Fall Geld machen, sonst wird das Ganze ja doch ein bisschen schwerer, ne? Und ja, nu. Second Level haben wir da einen. Der ist, glaube ich, auch. Der ist ein Second Level. Der schreit nach Second Level, hier kommt die Pompon-Tante, ne? Hier sind die Brüder wieder wie wild am Trampeln dran, ne? Und wir haben ein Trampeldiplom. Ah, ne, noch sind sie Autodidakten, ne? Autodidaktische Trampelbrüder. Und dann, wenn sie dann mal eine Fortbildung gehabt haben, sind sie dann Trampelstufe fortgeschritten, ne? Ja, Anfragen. Wer will denn deinen Urlaub? Ein Agent, Camille, ja, komm hier. Gewähren wir, hatte ich ja gesagt. Urlaub gewähre ich prinzipiell immer. Ist denn irgendeiner wieder krank? Ne, Urlaub, okay, Urlaub, Urlaub. Guckt euch mal diese Urlaubsscheiße hier an, ey. Na, sieht auch nicht ganz gut aus. Ich denke mal, vielleicht sollten wir da tatsächlich noch ein Outbound-Callcenter hinsetzen, weil wenn so viele immer in Urlaub sind, wobei jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, der geht gar nicht. Ja, müssen wir gucken. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau. So, Gary, eben ist gekündigt. Das Essen hier ist einfach furchtbar. Ja, bist du die Erste, die das sagt? Wir haben nur einen Kiosk und der ist mal ganz gut besucht und so hat sich jetzt noch keiner beschwert. Die Teppiche hatten sie schon angeprangert, ne, dass die wohl scheiße aussehen, aber ne, dass das Essen kacke ist, habe ich jetzt, ist mir neu. Ne? Also wie gesagt, liebe Leute, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert, also ich war noch nicht in der Kantine, also kann jetzt nicht sagen, stimmt, ist scheiße, ne? Aber ich denke mal, liebe Leute, Currywurst Pommes kriegt doch eigentlich jede Kantine ganz gut hin, oder nicht? Ne? Sehe ich das jetzt verkehrt, ey? Hier sind wieder ein paar Risse, ne? Unser Hausmeister, ne? Sollte mal irgendwie, ne, zum Hausmeister finden, ne? Ja, Pasquale ist irgendwie, ne, zu Hause, sagt er, ne? Schließen wir mal, okay. So, ja, ist heute nicht ganz so viel reingekommen, aber jetzt ist die Strafe auch nicht ganz so hoch. Das heißt, da wird das Geld dann wieder ein bisschen besser reinströmen, hoffe ich zumindest mal. Wir haben zumindest hier keinen Malus gekriegt, haben trotzdem natürlich 30 verloren, weil wir halt aktuell natürlich auch viele Leute in den Urlaub geschickt haben. Das musste sein, also bevor ich die dann gehen lasse, ne, Anulfo, es fängt ja auch, die fangen ja alle an zu bröckeln, ne? Gedanken, ne, um sie. Oh, krank, wer ist denn da schon wieder krank, liebe Leute? Schlimme Papierschnitte, ja, da ist natürlich nicht mit zu spaßen, Willi, hast du recht, ne? Ist auf jeden Fall scheiße. So, Moment, Mitarbeiter, warum ist der so krank? Hatte der nicht gerade, komm, kriegt er auch Urlaub, wuppdiwappdi, genehmigen, ich bin sicher. Hat jetzt 3 Tage Urlaub, ja, ihr habt noch nicht wirklich kommentiert, wie ihr das haben wollt. Hatte ich den in den Urlaub geschickt? Morgen? Morgen? Naja, komm, dann kriegst du jetzt auch mal Urlaub. Ne, weil die guten Leute, ne, die will ich auf jeden Fall behalten und die schicke ich dann entsprechend auch in den Urlaub. Ne? Okay, mache ich dann immer jetzt, ich fange ja gerade wieder eine Aufnahmesession an. Wenn ich dann gleich eine Pause mache, wenn diese Folge beendet ist, dann werde ich auf jeden Fall mal durch die Mitarbeiter switchen, damit das nicht nur, sagen wir mal, hier im Let's Play passiert. Muss ich gelegentlich immer mal wieder machen, denn wie gesagt, die Kündigungen sind immer teuer, wir müssen mal neue Jungs einstellen und das ist, wie gesagt, nicht das Günstigste. Ne? Deswegen haben wir ja auch so ein paar Leute da, ne, auf hohe Gehaltsstufe gesetzt, damit da halt entsprechend die Kündigungswelle so ein bisschen, sagen wir mal, abgefangen wird. Ne? Ich war auch nochmal gefragt worden, fällt mir gerade ein, wie der Callcenter-Film heißt. Ja, der Callcenter-Film Call Me Babylon ist auch hier auf YouTube in voller Länge zu finden. Ne? Und wer sich für Callcenter interessiert, sollte da mal reinschauen. So, wer ist denn krank abgehauen? Projektmanager, ja, du bist ja ein toller Projektmanager. Hier ist Pasquale. Aber Pasquale taucht tatsächlich nicht auf. Das ist, na gut. Wir lassen hier mal weiterlaufen, ne, und in der Hoffnung, dass jetzt nicht mal ein bisschen was kommt, ne. Ich würde ja gerne, bin ich ehrlich, nach wie vor den Aufzug updaten. Ja, wir müssen einfach mal abwarten, liebe Leute, ne. Das ist nicht ganz so leicht, ne, weil, ne, wie gesagt, wenn das mit der Kohle einmal an Hapern fängt, ne, dann ist es immer eine Sache, die dann halt, und guckt euch an, die sind alle hier voll am Abmeckern wegen der Aufzüge. Aber aktuell haben wir 800 auf der Uhr und das ist nicht jetzt wirklich die, die Haute Cuisine, sag ich jetzt mal. Die Haute Quartier oder wie auch immer. Ihr wisst, ne? Ist auf jeden Fall scheiße. Ne?
So, ihr Trampelbruder ist gut am Trampeln. Ist der schlecht drauf? Wieso ist der schlecht drauf? Der kriegt doch... Oh, kriegt der kein Höchstgehalt? Moment, Gehalt. Ach so, das ist ein Outbound-Agent. Okay, ich dachte, das wäre der Trampelbruder. Weil die müssen auf jeden Fall gut drauf sein, denn da wissen wir ja, ne? Wenn die kündigen, die sind nochmal richtig teuer, ne? Und okay, langsam kommt das Geld wieder ein bisschen an Fließen dran, ne? Second Level wird hier das Geschrei groß. Ja, müssen wir auch machen. Ich hatte ja vorher, pardon, eigentlich mal ein BO hinzusetzen, aber dann wird das Geschrei nach dem Second Level noch lauter. Hier ist Pasquale was am Hämmern. Jo, Pasquale ist hier richtig was am Hämmern. So, was ist hier los? Kamikaze Alvaro hat gekündigt. Der Titel ist der Grund für die Kündigung. Mein Titel, okay. Was hast denn du für einen Titel? Callcenter-Schlampe ist für dich ein Titel oder was? Naja, okay. Naja. Ich weiß es nicht, da müssen wir gucken. War das ein Outbound? Ne, das war ein Inbound. Haben wir den nicht gerade noch in Urlaub geschickt? Mal ganz kurz gucken. Gedanken? Ne, haben wir nicht. Naja, okay. Komm, wir müssen mal so leid es mir tut gleich einen neuen einstellen. Ne? Wo ist der hier? Da ist er frei geworden. Da ist noch einer frei. Na gut, okay. In der Hoffnung, dass das morgen ein bisschen besser läuft, ne? Und wir endlich mal hier ein bisschen was aus der Pötte kommen. So, wir haben wieder 61 Coins verloren. Okay, es waren aber noch welche in Urlaub, ne? Und ist immer noch rot hier mit den Zahlen, ne? Schöne, schöne Schande, ne? Ja, wir wollen das mal sichern, machen wir, ne? Ja, ist aktuell echt eine Durststrecke, liebe Leute. Das ist nicht gut, ne? Ich sehe hier mit unseren Janitors. Die sind aber eigentlich ganz gut drauf, ne? Ja. Gefällt mir ganz gut, ne? Können wir dann irgendwie noch einen Janitor einstellen? Beziehungsweise mal ganz kurz gucken hier, IT. Naja, unsere Servicebüros sind echt alle ausgebucht, ne? Da sollten wir auf jeden Fall nochmal eins hinballern, ne? Aber aktuell, hier kohletechnisch ist das nicht wirklich, ne? Kannst du nicht groß mit hopsen mit ein paar Peseten, die hier auf der Uhr stehen, ne? Ja. Ja, sind sie dran, ne, sind sie locker. Aber solange die hier noch irgendwie an den Rechner können, ne, heißt das, dass aktuell noch alles im grünen Bereich von den Jungs ist, ne, kriegen das alle noch gewuppt hier, ne. Und, ja, nun. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob wir doch vielleicht doch nochmal ein Outbound-Callcenter hier draufballern, bevor wir dann letztendlich ins BO uns vielleicht mal da einkaufen, ne. Weil, ne, wie gesagt, der Vorteil bei der Backoffice-Leuten ist, das gibt natürlich ganz gute Bezahlung. Auf der anderen Seite, ne, die schreien auch schnell nach dem Second Level. Die sind schwer zu handeln, hatte ich schon mal erwähnt. Und ja, nun, komm Jungs, jetzt hier mal ran an eine Bulletin-Anfrage. Wer will denn da gehen? Outbound, okay, komm hier. Ich habe gesagt, mache ich immer. Freuen Sie sich, sind Sie gut drauf und bleiben vielleicht ein bisschen länger bei uns. Hier ist die Buscheltante mit Buscheldiplom, ne? Hast du das auch, Buscheldiplom? Pompon-Diplom. Ah ja, genau, hatte ich vergessen. Pompon-Diplom. Sind die Trainer. Die haben das viel berüchtigte und lang ersehnte Pompon-Diplom. Hier ist schon wieder eine Anfrage. Kamikaze Marvin, der geht aber oft in Urlaub. Ne? Na egal. Können wir jetzt aktuell nicht ändern, aber. Oh Gott, wir kommen hier nicht aus der Puschen, ey. Jungs, telefonieren! Schneller! Wen haben wir da? Ist das eine Pompon-Tante? Ne? Ach, das ist der Personalmanager. Ja, gut, die ist natürlich schlecht drauf, beziehungsweise nicht schlecht drauf, weil die sitzt hier natürlich im Callcenter und ist natürlich kacke, ne? Ist laut und überhaupt und sowieso, ne? Aber hier, da sind doch zwei Aufzüge. Wieso muss er unbedingt den nehmen? Ach so, weil die da wegen dem Moment Carlo und gekündigt. Kündigungsschreiben, keiner hier benutzt Kondome. Das prangere ich an. Da hast du recht, Carlo, da wäre ich auch gegangen, ne? Schöne Scheiße hier, ne? Sind da ohne Kondome unterwegs. Das kann ich nicht gutheißen. Ne, liebe Leute, ne? Das ist, So, ja, jetzt hier mal ein bisschen telefonieren, Freunde, denn, ja, wobei, das, ja, ich bin ehrlich, das ist alles ein bisschen scheiße hier, ne. Können wir denn hier eventuell, warte mal, wenn wir hier noch, da müssen wir erst einen Aufzug dran ballern, das ist halt das Problem, ne, weil ohne Aufzüge baue ich hier nicht an, das kannst du komplett knicken, ne, das ist, noch ein größeres Drama als sonst auch, ne, so, jetzt haben wir schon ein bisschen was gerissen hier, ne. Aber da haben ja auch wieder ein paar Leute gekündigt, ne? Okay. Schrubbti, schrappti. Aber wir haben nur 6 verloren. Das ist schon mal gut, ne? Da sollten sie jetzt auch bald alle wieder da sein. Und, ja, wir speichern das mal, ne? Können wir denn hier nochmal... Haben wir den Inbound noch ein bisschen was verloren? Agenten, Inbound, ja, da oben. Okay, da müsste das Second Level sitzen, richtig. Naja.
Ja. Naja. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal, wir gucken mal, ich weiß nicht, ich mache jetzt hier mal Pause, ne? Und wenn ihr, ihr wisst ja, wenn ich auf Pause knipse, heißt das, ne, Folge beendet, ne, ist meistens so und, ja nun, ich, wir müssen mal gucken. Ich bin ehrlich, ich weiß aktuell nicht, was ich machen soll. Ich muss jetzt den nächsten Tag mal abwarten, wie sich das hier entwickelt, auch kohletechnisch und dann gucken wir mal, was wir machen, ne? Liebe Leute, da sage ich jetzt mal, ne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der Sache, denn darum geht es hier, ne, und, ja, verbleibt wie gehabt, liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker und euer Spielkind sagt auf Wiederhören.